Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, meine Freunde. Dieses Video ist perfekt für dich, wenn du dein Bad selber renovieren willst, ohne zu fließen, ohne viel Werkzeug zu holen. Denn hier wird ein fugenloses Bad gebaut. Allerdings spachteln wir nicht. Wir verbauen alle die Wandplatten. Wenn das was für dich ist, gib dem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben. Wir verkleiden den Inchblock. Kompletten Duschbereich. Nach dem Intro geht's los. Let's go! Im ersten Step geht es erstmal nur um die Dusche. Das ist der häufigste Anwendungsbereich auch auf meinen Baustellen. Gerade wenn du einen bewohnten Wohnbereich hast, hast du nicht unendlich viel Zeit zum Bad, um bewohnbar zu lassen und viel Dreck zu machen. Deswegen alle die Bondplatte rein, hast gleich deine Abdichtung und alles ist schick. Los geht's mit der Vorbereitung. Also die ganze Wand ist theoretisch schon abgedichtet und Fliesen sind dran. Wir wollen hier renovieren, das heißt, wir machen nochmal eine Fliese drauf, in dem Fall also die Bondplatte. Unten rum kam ein neues Becken hin. Diese Abdichtung, diese rote Abdichtungsstreifen, der ist immer am Becken dran. Der wird an die Wand geklebt. Hinten mache ich auch nochmal ein Abdichtungsband hin und nochmal Manschetten um die ganzen Baustoffen. Hast du einen Altbestand, dann musst du eigentlich nur Silikon entfernen. Abgedichtet ist ja alles und klebst deine Platten direkt drauf. Und damit fangen wir jetzt an. Also ich mache es immer so. Hier vorne auf den vorderen Bereich kommt ja eine Duschabtrennung hin und da versuche ich immer mit der Platte genau dahinter zu bleiben. Dass wir vorne an dem Profil von der Wand bloß noch Silikon oder Acryl ziehen und alles ist fertig. Hier im hinteren Bereich mache ich das theoretisch auch, aber die ganze Wand wird mit Alu-Bond gemacht. Deswegen machen wir von dem Plattenstoß genau wieder hier. Da kann dann auf dem Plattenstoß unsere Duschabtrennung und alles ist schick. Wie hoch ihr das einbaut, das ist Geschmackssache. Man könnte zum Beispiel Raum hoch machen. Ich finde es immer schön, wenn oben weißer Streifen bleibt. Ich mache es von Beckenoberkante 2 Meter. Da ist unsere Duschabtrennung ein bisschen tiefer wie unsere Platte hinten. Das finde ich immer am schönsten. Das heißt, wir messen hier oben erstmal eine 2 Meter. Dann müsst ihr euch hinten erstmal mit der Wasserwaage messen, ob ihr gerade seid. Hier ist zum Glück alles gerade, hier ist ein Trockenbau, deswegen kein Problem. Allerdings, wenn du verputzte Wände hast, kann sein, darf zwar nicht, dass eure Wand ein bisschen schief steht. Das müsst ihr dann natürlich einmessen. Aber ihr kennt mich, Wasserwaage ist gut, Laser ist besser. Da können wir uns jetzt genau hier unten ausrichten, wo die Duschwanne später steht. Duschwand. Und alles schön anzeichnen. Und jetzt messe ich mir alles vom Laserstrich nach links und rechts weg. Hier haben wir eine 1,25 Meter Platte, denn wir haben hier 1,17 Meter. Da messe ich mir einmal hier oben. Zack. Da sind wir jetzt bei 1,16,8 Meter. Wir lassen mal 3 mm Luft. 1,16,5 Meter. Und hier unten sind wir bei 1,16,5 Meter. Dann gehen wir auf 1,16,2 Meter. Mitte können wir ruhig auch messen. Dann sind wir wieder bei 16,8. 16,5. Also geht es unten bloß ein bisschen weg. Alles entspannt. Dann markiere ich mir die Stelle, falls wir mal einen Laser anecken. Und das Ganze mache ich jetzt mit der Platte auch. Jetzt schalten wir noch einen Laser um. Zack. Und dann können wir gleich gucken, ob wir hier gerade sind. Hier sind wir jetzt bei 17,1 und 17,1. Die passt prima. Das heißt, wir können von unten hochmessen. Brauchen wir nicht mal, was jetzt vom Meter machen. Wissen wir ja. Also 2000 hoch. Jetzt können wir wieder umschalten und können gleich die kompletten Wasserhähne anzeichnen. Hier zeichne ich mir allerdings nie die Mitte der Baustopfen an, sondern immer die Außenkante, links und rechts, oben und unten. Warum das Ganze, seht ihr dann gleich. Also wir messen quasi vom Laser die Außenkante, die Außenkante, die Außenkante, die Außenkante und von unten die Außenkante, die Außenkante. Da können wir uns nämlich nachher ein Viereck anzeichnen und genau mittig bohren mit der Lochkreissäge. Also wir schneiden jetzt die zuerst, danach die und ganz zum Schluss passen wir die ein.
Ich sag mal, die Arbeit hier ist nämlich die häufigste. Wenn du eine normale Dusche hast, 90 Grad Winkel, dann kannst du hier dort eine Platte machen, dort eine Platte kleben und bist fertig. Der ganze Rest wird dann später gemacht, genauso wie die Verkofferung. Da werden noch Schienen geklebt, zeige ich euch alles, wie man das dann einpasst. Aber jetzt Dusche. Jetzt kommen wir erstmal zum Werkzeug. Was brauchen wir eigentlich dafür? Also ich habe mir hier immer meine Böcke aufgebaut, tue mir da eine Spanplatte drunter. Hier ist eigentlich meistens mit dabei, wenn es geliefert wird. Wenn man Pech hat, nicht. Absaugung, Staubsauger und eine Tauchsäge mit scharfem Blatt. Die Säge braucht eine Schiene, zack. Und da gibt es noch solche Zwingen, die kann man hier unten reinführen und alles festzwingen. Dann brauchen wir noch Akkuschrauber mit Lochsägen. Falls ihr das nicht habt oder nicht alle Größen, dann könnt ihr euch das anzeichnen und von der Rückseite her mit der Stichsäge schneiden. Besser wäre natürlich mit Lochsäge, aber man muss mit den Sachen klarkommen, die man hat. Kommen wir zum Anzeichnen. Also ich mache so, dass ich immer auf der Unterseite schneide. Da zeige ich euch noch warum. Dann mache ich mir mal ein Foto von meinen Maßen. Da habe ich die immer gleich da. Und hier klebe ich immer noch ein Klebeband her. Erstens sehen wir den Strich besser. Und zweitens, das ist eine Aluschicht. Da habe ich ein bisschen Angst, dass beim Schneiden, wenn du das so klein Grad hast, dass da keine Beschädigungen entstehen. Jetzt stellen wir uns mal so die Tiefe an der Tauchsäge ein. Absaugen dran und dann können wir schon schneiden. Wenn wir Strom dran gemacht hätten. Jetzt. Und hier kann man jetzt die Zwinge reinmachen. Und davor rutscht nichts. Und hier aber noch ein kleiner Tipp, falls ihr so eine Sägeschiene nicht habt. Ihr könnt auch ein langes Richtheit- oder Wasserwaage einfach auf die Platte mit zwei Zwingen festspannen und an dieser lang schneiden. Das funktioniert auch super. Und hier sieht man jetzt alle die Brennplatte. Hier vorne beschichtete Aluschicht. Dann ist hier nochmal so ein schwarzer Kern. Und hier draußen ist nochmal Aluschicht. Das heißt, robust ohne Ende. Wasserdicht 1000% und langlebig wie Halle. Jetzt hat man es, dass hier manchmal so ein kleiner Grat ist, damit der später die Abdichtung nicht irgendwie anschuppert. Nehme ich mal bloß Cuttermesserklinge und fahre da einmal oben so lang. Ruhig bloß mit der Kante vorne. Ja. Man könnte auch feines Schleifpapier nehmen, da muss man halt wirklich aufpassen, dass man nicht auf die Fläche kommt. Weil das könnte man dann später sehen. Jetzt machen wir gleich noch die Ausschnitte. Hier haben wir unsere Maße. Meter 2,7. Da zeichnen wir uns einfach alles wieder an. Meter 2,7. Meter 6. So, jetzt gucke ich mal, welche wir brauchen, ab 35 oder 37. Ich brauche jetzt ein 37er Loch, weil der eine Baustopfen ist ein bisschen stärker wie der andere. Dann komme ich mit 37 Grad so hin. Und jetzt haben wir uns dieses Viereck hier angezeichnet. Da verbinde ich mir, sieht man das, einfach schräg die Diagonale. Und dann sollte das passen.
Und hier hatte ich mir von, ich glaube Milwaukee ist das, so einen anderen Adapter geholt. Da kannst du halt cool alles ausrichten und zack. Und wenn dir was drin steckt, drückst du bloß runter und kannst rausstöcheln. So. So, Freunde, das passt. Die machen wir jetzt auch gleich fest, weil da können wir dann die Millimeter genau einmessen und die auch. Und dann ist die Tasche schon fertig. Also, bis auf Silikon. Kommen wir zur Befestigung. Also man kann Silikon oder Montagekleber nehmen. Unten verlinke ich euch mal zwei Seiten, wo man die Platten überhaupt bestellen kann. Also ich beziehe die jetzt aktuell meistens nur noch von Karl Götz. Aber es gibt auch online was. Die haben allerdings jetzt nicht so die Dekore gerade für Holz und so. Müsst ihr euch mal durchstöbern. Ich verlinke beide unten. Guckt da mal. Mein Alter hat es damit angegeben. Der ist extrem, wie soll ich sagen, hohe Anfangshaftung. Die klebst du hin, brummt. Bei Silikon kannst du halt auch ein bisschen rucken. Deswegen, ich nehme beides. Gerade unten an der Wanne ziehe ich eine Wurst Silikon, das dahinter schon schön abgedichtet ist. Und wenn alles trocken ist, können wir vorne noch versiegeln und alles ist schicki. Er rechnet ungefähr 1,5 Kartusche pro Platte. Kleiner Sparfuchstipp, nimmt immer die volle Spitze, denn das brauchen wir nicht wegschmeißen. So, und jetzt noch unten ist Silikon. So, also unten ist jetzt Silikon lang und hinten der Deige auch. Und hier vorne haben wir jetzt kurz, bevor die Platten sich stoßen, auch Silikon gemacht. Da kann man die nachher schön bündig setzen. So. Hier gehen wir jetzt an unseren Bleistiftstrecher. Supi-dupi. Und schon hängt die erste. Falls jetzt hier unten minimal das Silikon ein bisschen rausdrückt, dann einfach einen Abzieher nehmen, aber ohne Flutschi diesmal. Weil wenn wir jetzt schon Flutschi nehmen, hat der nächste schlechteren Grip das nächste Silikon. Und deswegen auch unten das Klebeband. Aber das da unten, das schreibt jetzt keiner vor, das ist mein Ermessen. Ich gehe da einfach nur mal sicher, dass die Platte da unten kompletten Kontakt hat. Die Schnittkante versiegelt ist, dass da, falls da nochmal ein Span ist, dass da wirklich alles sicher ist und dass da wirklich nochmal alles abgedichtet ist. Silikon, ich weiß, ist eine Wartungsfuge, aber es ist safe. Kleine Planänderung. Ich habe jetzt die Seite schon alles fertig geschnitten, genau nach demselben Prinzip wie die andere auch. Den Rand habe ich jetzt wieder mit Silikon gemacht. Die Schutzfolie hinten muss unbedingt ab. Und an dem Plattenstoß
Machen wir jetzt ein bisschen Silikon. Wegen den Silikon ein bisschen Klebeband links und rechts ran. Das war sehr clever. Scheiße. Schaut, jetzt könnt ihr das Silikon, was ihn damit rausquillt, ganz einfach abstreifen. Jetzt machen wir das schön bündig alles. Und voilà, fertig. Es gibt noch andere Methoden. Es gibt Vorrichtungen. Oder ich mache mir zum Beispiel, wenn ich sowas habe, zwei Glassauger hier dran und ziehe die mit dem Spanngurt zusammen. Hier ist es relativ egal, weil über den gesamten Stoß eine Schiene geht von der Duschwand. Hauptsache, das Teil ist dicht. Und normalerweise, wie gesagt, gibt es eine Vorrichtung, die kann man hier als Glassauger dran machen und pumpt die zusammen. Aber das machen wir vielleicht ein andermal, wenn es drauf ankommt. Und schon wäre die Dusche fertig. Bam! Und schon wäre es fertig. Hier unten sind wir schön zurück. Da kann dann hier die Schiene drauf von der Wand. Und draußen können wir dann bloß ein Acryl ziehen, langstreichen. Hat man einen sauberen Übergang, da guckt halt nichts über. Hier hinten über der Fuge. Wo ist sie? Da. Zip. Kommt auch noch die Schiene hin. Hier ist alles tutti frutti. Hier ist alles tutti frutti. Nachgang, bloß noch Silikon ziehen, zack, 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 Armatur dran und die Dusche ist fertig. Silikon machen wir mal ein separates Video, denn wir machen uns jetzt an die WC-Wand. Hier kommt alle die Bond hin, dort, dort und hier oben wahrscheinlich Vinyl. Haben wir jetzt ein paar schöne Schienen, die schneiden wir das erstmal zu und montieren die. Und hier starten wir mit den Auer-Treppenkantenprofile. Die haben hier und hier 5 mm Wulst. Da kann dann unsere 3 mm Platte schön reinkleiden. Die schneiden wir uns auf Gärung. Hier oben schön zu. Wenn jetzt noch ein Fokus funktionieren würde, bam. Und dann sieht das geil aus. Hier vorne könnte man theoretisch auch eine Schiene setzen, aber wir schneiden unsere Platte hinten auf Gärung ein, nicht durch, nur ein. Dann können wir die umklappen und haben hier eine schöne, geile Passform. Und falls man hier was verkackt, dann kann man so ein Profil immer noch reinbauen. Kleiner Spoiler an diesen Rande, wir verkacken was. Also nicht richtig, aber ich zeige euch gleich, was los war. Und hier will ich euch jetzt nicht irgendwie lange die Zeit rauben, deswegen dasselbe Prinzip. Ihr misst euch von der Außenkante einfach eure Löcher an, schneidet die alle aus, gerade die großen, also das große Abflussrohr unten für die Toilette. Also bohre ich mir einfach nur ein Loch vor und schneide das dann auch mit der Stichsäge aus, weil ich nicht so große Lochschneider habe.
Und der Rest ist einfach wie gehabt. Macht euch ein Klebeband hin, dass da nicht irgendwie Kratzer entstehen. Zeichnet euch die Felge an. Holt euch da die Mitte raus. Bohrt das, sägt das, bis das passt. Und wenn ihr alles habt, schön entgraten und wieder erstmal anhalten, ob es passt. So, das Ganze haben wir jetzt reingestellt. Und hier müssen wir uns jetzt diese Flucht anzeichnen. Damit wir die große aber gleich auf Anhieb richtig schneiden, machen wir jetzt erstmal einen Probeschnitt, dass wir die Tiefe genau einstellen können. So, ich würde sagen, so können wir es machen. Ich habe jetzt auf 4 mm. Also unsere Platte ist ja 3 und hier kommt nochmal ein Hörzweck dazu, oder? Ja. Schöner wäre es noch, hätten wir noch einen Föhn, da könnten wir das Ganze ein bisschen föhnen und weicher machen. Aber es sollte auch so funktionieren. Dann mal lieber einen Millimeter mehr dazu und mehr Kleber drunter, als dass es dann nicht reinpasst. So, ich habe es jetzt mal reingemacht und laut Theorie funktioniert es einwandfrei. Aber ich weiß jetzt nicht, ob man es hier sieht. Hier vorne habe ich das Gefühl, wenn man hier dreimal drüber wischt und das ein bisschen dünner wird, reißt die Ecke weg. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu heiß. Ich glaube, wir schneiden es doch lieber ab und setzen noch eine Schiene. Da kann dann passieren, was will, es hält. Also, theoretisch geht's, fachlich schwierig, schwierig. So, und schon ist alles zugeschnitten. Hier oben habe ich jetzt alles auf Garum geschnitten, dass es schön ineinander greift, dass es jetzt noch nicht verleimt. Und jetzt haben wir hier eine schöne Kante, da kann nichts passieren. Kleben wir das fest, fixieren das hier oben mal mit Klebeband und dann ist das geil. Bezüglich unserer Kante nochmal, vielleicht würde ich das nächste Mal probieren, einfach mit der Oberfräse das einzufräsen. Ich glaube, da bist du nochmal genauer als mit der Tauchsäge und alles vorher nochmal heiß zu machen. Vielleicht, ich meine, es war warm, aber vielleicht brauchst du einfach da die Geschmeidigkeit im Material, die Wärme, dass sich das da einfach ein bisschen mehr mitdehnt. Aber dieses Thema werde ich auf jeden Fall nochmal angehen, denn ich will ja wissen, wie es funktioniert. So, ich habe jetzt noch Klebeband hingeklebt während der Trocknungsphase. Ja, aber sieht schon sehr geil aus. So, jetzt noch die und dann sind wir ready. Und ganz zum Abschluss, jetzt noch so eine Abschlussschiene da oben drüber. Schon haben wir ein geiles Bad. Für alle, die neu auf diesem Kanal sind, lasst schon mal ein kostenloses Abo da.
aktiviert die Glocke, wenn euch solche Themen interessieren. Denn hier seht ihr schon die nächsten Eindrücke. Im nächsten Video wird hinten das Rohr verkleidet. Wir legen das Vinyl, da gibt es einen speziellen Kleber, auf was man achten muss. Und ziehen das Silikon. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ich weiß, es ist ein bisschen lange geworden, aber wir wollen es ja ausführlich machen. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich gebe euch einen fetten Kuss auf die Nuss. Und ciao, Kakao, bam.